Schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für die Einladung an den Südwind, an die VHS und den Wissensturm. Ja, also es freut mich, dass sich so viele Leute für dieses doch eher, sage ich mal, traurige, triste, deprimierende Thema interessieren. Ich möchte gleich mal damit starten, und zwar im Artikel 1 der beiden Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen steht geschrieben: In keinem Fall darf ein Volk seiner Existenzmittel beraubt werden. Wenn man sich ansieht, was aktuell, speziell auch in Afrika passiert, dann ist genau, passiert genau das. Land wird in gewaltigen Dimensionen an inländische und ausländische Investoren verkauft oder verpachtet. Und damit wird der lokalen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen. Wir von Vieren sehen das als systematische Menschenrechtsverletzung. Und wir sprechen von einer Menschenrechtsverletzung nicht nur, wenn Landgrabbing im Zusammenhang mit gewaltsamen Vertreibungen passiert, sondern wir analysieren das sozusagen systematischer als Verletzungen des Rechts auf Nahrung, weil eben Regierungen Ressourcen aus der Hand geben, die eigentlich die eigene Bevölkerung dringend brauchen würde, um sich selber zu ernähren. Diese Trends von Landgrabbing verschärfen eine Konzentration von Land in den Händen von einer kleinen Elite, von sehr wenigen. Und genau diese Landkonzentration war schon immer eine zentrale Ursache von Hunger. Ich möchte am Anfang kurz ein paar Worte über Vieren verlieren und wie wir sozusagen zu dem Thema Landgrabbing, zum Thema Zugang zu Land arbeiten. Vieren wurde 1986 in Heidelberg in Deutschland gegründet. Seit 1989 gibt es uns in Österreich auch. Und wir unterstützen ländliche Gemeinden in der Verteidigung und in dem Kampf um ihr Land. Wir unterstützen da oftmals bäuerliche Organisationen und setzen uns auch ein für eine Stärkung von einer nachhaltigen bäuerlichen Landwirtschaft. Wir dokumentieren Fälle von Landraub, unterstützen die Forderungen der Betroffenen, machen Öffentlichkeitsarbeit für dieses Thema sozusagen, wie jetzt hier zum Beispiel. Wir versuchen auf internationaler und nationaler Ebene Politiken zu beeinflussen, damit Landgrabbing schon sozusagen vorgebeugt wird. Ja, also wir wenden eben das Menschenrechte systematisch an und sehen im weiteren Sinne dann Land auch als eine Menschen, also da gibt's, ist eine menschenrechtliche Verpflichtung in manchen Kontexten. Und zwar im Speziellen, wenn man jetzt sich das Recht auf Nahrung anschaut, was ist das Recht auf Nahrung eigentlich, wie wird das definiert? Das Recht auf angemessene Ernährung ist dann verwirklicht, wenn jeder Mann, jede Frau, jedes Kind einzeln oder gemeinsam mit anderen jederzeit physisch oder wirtschaftlich oder unwirtschaftlich Zugang zu angemessener Ernährung oder Mitteln zu ihrer Beschaffung hat. Da ist wichtig, sozusagen sich so anzuschauen, oder Mitteln zu ihrer Beschaffung. Im ländlichen Raum wird eben der Zugang zu Nahrung sehr oft gewährleistet durch den Zugang zu dem, was wir produktive natürliche Ressourcen nennen, einfach Land, Saatgut und Wasser. Daher sozusagen hergeleitet, dass Land in Verbindung mit einer menschenrechtlichen Verpflichtung steht. Den WSK-Pakt, wo das Recht auf Nahrung festgeschrieben ist, den haben 160 Staaten unterzeichnet. Unter anderem auch Österreich und sehr viele weitere Länder eben auch. Und darin sind eben die menschenrechtlichen Staatenpflichten festgeschrieben. Was heißt das jetzt im Konkreten im Zusammenhang mit Landgrabbing oder mit dem Zugang zu Land? Das heißt, dass Staaten wie zum Beispiel Äthiopien, Uganda oder wie auch immer eine Respektierungspflicht, eine menschenrechtliche Respektierungspflicht haben. Und zwar, sie dürfen einen vorhandenen Zugang zu Land oder Wasser nicht durch ihre eigene Politik, durch ihr eigenes Handeln beschneiden. Da müssen jetzt Staaten noch nicht selber aktiv werden, aber sie müssen sozusagen einen bestehenden Zugang respektieren. Oder die zweite Staatenpflicht, die Schutzpflicht, da geht es darum,
Menschen, die eigenen Bürger, vor Aktivitäten Dritter, in dem Fall zum Beispiel ausländische Investoren, zu schützen, und wenn diese eben den Zugang zu Land einschränken oder verhindern. In dem dritten Schritt wird es dann auch darum gehen, das Recht auf Nahrung zu gewährleisten. Da müssen dann Staaten wirklich selber auch aktiv werden und für eine Verbesserung des Zugangs zu Land für marginalisierte ländliche Armutsgruppen sich einsetzen. Zu dem Vortrag. Ich habe mir ungefähr gedacht, so am Anfang mal kurz einzusteigen, was ist Landgrabbing eigentlich? Wie gibt es da verschiedene Definitionen von dem Phänomen? Dann, wie weit ist es mittlerweile fortgeschritten? In welchem Ausmaß und warum ist so ein spezieller Fokus auf Afrika? Dann möchte ich mal anschauen, die verschiedenen Akteure, die in dem Feld aktiv sind und welche Nutzungsziele sie für dieses Land haben. Und dann so die großen vier treibenden Kräfte im Food, Fuel, Finances, was so diese 3F-Krise seit 2008 immer öfters so genannt wird. Einfach die Nahrungsmittelpreiskrise, die das Ganze sehr stark anheizt, die Agrartreibstoffproduktion, Finanzmarktkrise, Landspekulation in dem Zusammenhang und dann auch noch zu einem kleineren Teil die Klimakrise. Und am Schluss möchte ich dann noch eingehen, was sind so die Positionen von verschiedenen Gruppierungen, Institutionen zu Landgrabbing und welche Reaktionen, welche Regulierungsmaßnahmen gibt es da auf globaler Ebene? Ja, was ist Landgrabbing? Also es gibt keine Definition, auf die sich da irgendwie alle geeinigt hätten. Also NGOs, bäuerliche Organisationen reden von Landraub, von Landnahme, von Landgrabbing. Zum ersten Mal richtig bekannt geworden ist der Begriff 2008, dass eine NGO Grain den Bericht Seized veröffentlicht hat. Weniger kritische Beiträge besprechen, sozusagen verwenden neutralere Begriffe. Die reden dann von ausländischen Direktinvestitionen in Land, von Agrarinvestment, Landinvestment oder Offshore-Farming. Wir bei FIRN, wir sprechen von Landgrabbing, wenn in private oder staatliche Investoren große Ländereien aufkaufen oder über sehr lange Zeiträume pachten, die vormals in der Hand von der lokalen Bevölkerung waren, entweder für Nahrungsmittelerzeugung, für Viehwirtschaft, zum Jagen oder zum Sammeln. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass wenn wir von Landgrabbing sprechen, dass es dann meist um eine Fläche geht, die disproportional groß ist im Vergleich zu den anderen bewirtschafteten Landflächen im Umkreis. Dieses Land wird dann sozusagen ja in Besitz genommen von Agrarinvestoren, die meist kapitalintensive industrielle Produktion von Monokulturen betreiben, einerseits Agrartreibstoffe, Nahrungsmittel oder einfach andere Agrarrohstoffe. Wir fokussieren uns bei der Definition jetzt nicht so darauf, dass es sozusagen zu gewaltsamen Vertreibungen in dem Kontext gekommen sein muss. Es geht vielmehr darum, dass sozusagen der Zugang zu Land und das Recht auf Ressourcen von der lokalen Bevölkerung hin wandert zu ausländischen oder auch inländischen Großinvestoren und dass sozusagen dieses Recht der Menschen auf ihre natürlichen Ressourcen von der einen Hand in die andere wandert. So ein paar Zahlen, also ich tue mir da immer schwer sozusagen mit diesen Zahlen, weil es einfach keine wirklich präzisen gibt, die wirklich so das Ausmaß verlässlich quantifizieren würden. Aber ich nenne da jetzt trotzdem ein paar. Die Weltbank hat 2010 in einem Bericht veröffentlicht, dass allein im Jahr 2009 Verhandlungen über 45 Millionen Hektar geführt wurden, 70% davon in Afrika. Die International Land Coalition nennt höhere Zahlen, sprechen von 80 Millionen Hektar und sagen, dass 65% der Deals davon in Afrika abgelaufen sind.
Und der Weltbankökonom Klaus Deininger setzt noch höhere Zahlen an. Er glaubt, dass ca. 10-30% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche, dass über die verhandelt wird. Oxfam hat jetzt vor ein paar Monaten erst neue Zahlen veröffentlicht. Die nehmen sozusagen setzen den Referenzrahmen ein bisschen früher an und schauen sich an, was ist seit 2001 passiert. Sie schätzen, dass das Ganze auf 227 Millionen Hektar ein. Was alle eint, ist, dass der Fokus sehr stark auf Afrika liegt. Und warum? Also, was sozusagen Investoren immer wieder angeben, ist, dass das Land in Afrika sehr leer, ungenützt, verfügbar, es liegt brach, das sind marginalisierte Flächen, die so reif sind für die Kommerzialisierung durch Landwirtschaft, durch industrielle Landwirtschaft. Wenn man näher hinschaut, dann sieht man, dass das sozusagen in den meisten Fällen ein Mythos ist, dass es diese sozusagen völlig ungenützten Flächen gibt. Allein in Afrika südlich der Sahara leben ungefähr 60 Millionen Nomaden zum Beispiel und deren Weideland würde auch eben zu diesen brachen, ungenutzten Flächen zählen. Viele wissenschaftliche Studien im Bereich der Agrartreibstoffe sozusagen heizen sozusagen diese Nachfrage an und diese Klassifizierung und veröffentlichen immer wieder Zahlen darüber, wie viel ungenutztes Potenzial es denn in Afrika gäbe, was Land angeht. Oft tun auch sozusagen Nationalstaaten da viel dazu, weil sie sind meistens die sozusagen beurteilen, was ungenutztes Land ist und die beurteilen es sehr oft nach Produktivität und nicht danach, ob jemand anderes oder ob schon jemand dieses Land nutzt. Also dieser erste Punkt, dass das Land sozusagen so leer wäre, der ist äußerst umstritten. Wohingegen sich die meisten Beobachter von dem Thema, von dem Phänomen einig sind, ist, dass das Land in Afrika äußerst billig ist und teilweise sozusagen gratis zu haben ist. Wenn man sich das Ganze ein bisschen historisch anschaut, ist die Landwirtschaft in den 1980er, 90er Jahren in Afrika extrem vernachlässigt worden. Es waren kaum Investitionen da, weder von staatlicher, von internationaler Seite. Auch der Privatsektor hat kaum in die Landwirtschaft investiert. Außer wenn man sich anschaut, zum Beispiel Cash Crop Produktion, da hat es schon sozusagen Investitionen gegeben, wenn es um Produktion irgendwie von Kakao, Bananen und solchen tropischen Früchten gegangen ist. Das hat sich dann stark geändert. Die UN hat sich angeschaut, oder die Zahlen von der UN belegen eben, dass während in den 1990er Jahren so durchschnittlich pro Jahr etwa 600 Millionen US-Dollar investiert worden sind, ist es gestiegen auf ungefähr 3 Milliarden US-Dollar im Zeitraum von 2005 bis 2007, also 3 Milliarden jeweils jährlich. Und was auch zu beobachten ist, dass es einfach einen großen Schwenk gegeben hat, weg von Cash-Crop-Produktion ebenso, Bananen, Kaffee und so weiter hin zu Grundnahrungsmitteln. Und sozusagen in diese Zeitspanne 2005, 2007, da fällt auch ein sozusagen der Anfang von diesem großen Agrartreibstoffboom. Das ist eine Aufstellung, die ist von Grain. Da kann man sich so ein bisschen so die globale Karte des Landgrabbing. Auffällig ist, dass sozusagen nicht mehr so dieses klassische Nord-Süd-Muster irgendwie vorhanden ist. In Rot eingefärbt sind sozusagen die Länder, die ausschließlich sozusagen Investorenländer oder Landgrabbing-Täter sozusagen sind. Und dass zum Beispiel auch Südafrika sehr stark im restlichen Afrika tätig ist.
auch die EU, was sozusagen auch bei vielen Medienberichten, die man da jetzt seit 2008 zu dem Thema irgendwie liest und auch so viele von den frühen Studien, haben sich sehr stark damit beschäftigt, was sozusagen China, Saudi-Arabien, Indien, Südkorea, sozusagen die alle machen sich über Afrika her. Und da wurde sehr stark auf die Seite geschoben, dass es sehr viele Agrarinvestments, speziell im Agrartreibstoffbereich, aus der Europäischen Union gibt. Bitte? China fehlt hier ganz? Na doch schon. Ja, also die so eher in den bräunlichen eingefärbt sind, das sind sozusagen die Länder, die sowohl selbst Projekte durchführen, als auch wo andere sozusagen Projekte machen. Es gibt sozusagen eine Reihe von Ländern, zum Beispiel auch Brasilien in Lateinamerika, wo einerseits Investoren sich Land aneignen und die aber sehr wohl auch zum Beispiel Brasilien in Paraguay sehr stark dort zum Beispiel Sojaprojekte vorantreibt. Also es gibt so eine, Indien zum Beispiel, es gibt so eine Reihe von Ländern, die sowohl sozusagen auf der Opfer- und Täterseite, wenn man so will, sind. Auffällig ist auch, dass sozusagen diese gelben Punkte bedeuten eben, dass in jenen Ländern mehr als 10% der Menschen unterernährt sind und dass diese Länder speziell von Landgrabbing betroffen sind. In der Mehrzahl sind es private Großkonzerne, die Landgrabbing betreiben, zunehmend auch Investmentsfonds, Banken, Hedgefonds. Die deutlich kleinere Gruppe sind Staaten. Das ist sozusagen Staatsfonds oder staatliche oder halbstaatliche Unternehmen sind, die Landgrabbing betreiben und als Investoren auftreten. Das ist sozusagen eher, das sind eher ostasiatische Staaten oder Golfstaaten. Also da treten dann eher Staaten oder halbstaatliche Akteure als Investoren auf. Was auch wichtig ist, nicht zu vergessen, dass es sehr viele nationale Akteure sind. Also Landgrabbing ist nicht nur ein Problem, das ausländische Investoren betrifft. Es sind sehr oft nationale Eliten auch, die Landgrabbing betreiben, oft in Joint Ventures zum Beispiel mit ausländischen Investoren, die dann das nötige Kapital mitbringen. In Afrika wird, was auch noch wichtig zu sagen ist, in Afrika wird weniger seltener gekauft Land, sondern eher gepachtet. Und meistens läuft das ab zwischen nationalstaatlichen Institutionen, Ministerien oder eigenen Investitionsbehörden und den ausländischen privatwirtschaftlichen oder staatlichen Unternehmen. Und meist über sehr, sehr lange Zeiträume. Meistens sind das Pachtverträge von 25 oder bis 99 Jahre, oft mit einer Verlängerungsoption. Sieht man, finde ich, auch noch auf der Grafik ganz gut, sozusagen, wo finden die meisten von diesen Projekten statt. Auffällig da Subsahara-Afrika sehr prominent vertreten. Und auch Ostasien und zunehmend auch Osteuropa. Was ist sozusagen das Ziel von diesen Projekten? Wofür? Ungefähr für Nahrungsmittelproduktion sind es in etwa 40%, für die Produktion von Agrartreibstoffen in etwa 20%. Obwohl man da einfach sagen muss, dass da die Grenzen auch oft verschwimmen. Weil wenn zum Beispiel irgendwo eine Zuckerrohrplantage gebaut wird, dann ist sozusagen nicht klar, ist das jetzt für Zuckerproduktion oder geht es da um Bioethanol. Das ist dann oft auch sozusagen schwer herauszufinden. Genau, also zu diesen vier großen sozusagen Antriebskräften, zu denen ich vorher gesprochen habe, möchte ich jetzt gleich mit dem ersten starten, und zwar die Nahrungsmittelpreiskrise. Ich weiß nicht, da hat wahrscheinlich letzte Woche der Herr Schulmeister auch schon einiges zu dem Thema gesagt.
Also zwischen 2005, 2008 sind eben, wie vielen bekannt ist, eben die Nahrungsmittelpreise enorm angestiegen. Und parallel dazu hat sich auch der Boden sehr stark verteuert, was einfach für viele, dann für viele Investoren auch ein Anreiz war, genau in diesen Boden zu investieren und das dann möglichst dort, wo es noch billig ist. Und da sind einfach sozusagen Entwicklungsländer ein attraktives Ziel dafür. Zwei Ländergruppen, die besonders betroffen waren von der Nahrungsmittelpreiskrise 2007-2008, waren einerseits eine Vielzahl von afrikanischen Ländern, die sozusagen nach den 1980er, 1990er Jahren zu Nahrungsmittelnettoimporteuren wurden, und spätestens 2007-2008 haben sie dann sozusagen schmerzlich zu spüren bekommen, dass sie wieder mehr in ihre eigene Landwirtschaft reinvestieren müssen. Und zur gleichen Zeit gibt es eben die Länder, zum Beispiel im arabischen Raum, in den Golfstaaten, die sich immer mehr unabhängig machen wollen von diesen volatilen Rohstoffmärkten, denen aber sozusagen die nötigen Ackerflächen fehlen. Diese zwei Gruppen waren immer am meisten davon betroffen und hatten auch sozusagen ähnliche Interessen in der Situation. Aber natürlich sozusagen überlappen die Interessen nicht so sehr stark, weil die Investorenländer in erster Linie daran interessiert sind, die Nahrungsmittel wieder zu exportieren in die eigenen Länder. Und die afrikanischen Staaten oftmals eigentlich oder sozusagen an einer Investition in ihre Landwirtschaft interessiert sind. Aber sozusagen, es muss nicht immer, es wird nicht von allen Regierungen negativ gesehen, dass diese Nahrungsmittel exportiert werden, weil sich viele dadurch einfach auch sozusagen finanzielle Erlöse erhoffen, mit denen sie dann wiederum investieren können. Also es sind dann viele Länder, die es jetzt nicht als per se negativ sehen, dass exportiert wird. Beispiel dafür möchte ich bringen zu Äthiopien. Es waren allein 2010 waren 13 Millionen in Äthiopien auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, von einer Gesamtbevölkerung von knapp 80 Millionen. Ungefähr 44% der Bevölkerung leidet an Unterernährung. Äthiopien war auch eines der Länder, das besonders stark von der Preissteigerung 2007, 2008, noch 2011 betroffen war. Allein Mais ist um 202% gestiegen, Weizen und Hirse um je 83%. Da sind viele, viele Millionen Menschen noch zusätzlich sozusagen von Hunger betroffen. Aber schon sozusagen diese Nahrungsmittelimportabhängigkeit, die war schon vor dieser Nahrungsmittelpreiskrisen vorhanden. Hat eben diese strukturellen Ursachen, und dann eben durch diese zusätzlichen Dürren und Ernteausfälle ist das Ganze dann zu einer tödlichen Bedrohung geworden. In vielen Medienberichten wurde das dann oft so dargestellt, als wäre einzig und allein sozusagen wären die Dürren und die Ernteausfälle an der prekären Situation schuld. Äthiopien ist sehr stark von einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft geprägt. 85% der Beschäftigten arbeiten in der Landwirtschaft, und gemeinsam erwirtschaftet die Landwirtschaft ungefähr 47% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man sich so die Landverteilung dann anschaut, merkt man eben, dass die Hälfte von den Kleinbäuerinnen und Kleinbäuerinnen über weniger als einen Hektar Land verfügen und ein Drittel sogar weniger als 0,5 Hektar. Das ist einfach in vielen Fällen nicht ausreichend, um davon einem durchschnittlichen Haushalt zu ernähren. Was sozusagen dem widerspricht, was oft gesagt wird, es gibt so ein Land im Überfluss, das niemand benötigen würde. In Äthiopien ist Land selbst im Staatseigentum, das ist in der Verfassung so verankert. Land wird da als gemeinschaftliches Gut definiert, das nicht
zum Verkauf vorgesehen ist und das eben sozusagen über, von den Gemeinschaften selber verwaltet wird. Und sie haben lediglich Nutzungsrechte für dieses Land, also keine westlichen sozusagen individuellen Landtitel, so wie es bei uns üblich ist. Diese Zugangsregelung zum Land sind in Äthiopien schon lange ein sehr heikles, politisch diskutiertes, ideologisches Thema. Aber sozusagen, es wurde von vielen Gebern, von internationalen Gebern, wurde die Regierung oft sozusagen angehalten, die individual Landtitel zu vergeben, also wirklich sozusagen dieses Land zu privatisieren. Die äthiopische Regierung hat sich da immer sozusagen vehement dagegen verwehrt. Aber, und sie vergeben Landnutzungsrechte. Leider bis jetzt erst in vier Provinzen in Äthiopien. Und da wird sozusagen die Sicherheit dahingehend gewährt, dass diese Landnutzungsrechte einerseits kollektiv oder auch individuell vergeben werden. Und diese Titel sind dann vererblich innerhalb von der Familie, aber das Land selber bleibt weiterhin unverkäuflich. In Äthiopien herrscht, wenn man so sagen kann, so ein sehr freundliches Investitionsklima. Es gibt kaum Steuern im Agrarsektor, wenn es dort Investoren gibt. Es gibt zum Beispiel, es wird Einkommensteuer wird gestrichen, Umsatzsteuer irgendwie. Also es werden sämtliche Regulierungen wurden in den letzten Jahren sehr, sehr stark nach unten gefahren. Das ist auch in anderen Ländern dahingehend zu beobachten. Es wurde zum Beispiel eine Behörde geschaffen, deren einzige Aufgabe ist, sozusagen Investoren ins Land zu holen und die Investoren dabei zu unterstützen, sozusagen Agrarinvestitionen zu tätigen. Solche One-Stop-Shops gibt es in vielen Ländern, wo sozusagen die Investoren und Investorinnen möglichst einfach gemacht wird, sozusagen in dieses Geschäft einzusteigen. Man versucht, die ausländischen Direktinvestitionen zu steigern. An den höchsten Zuwachs hatte man da erzielt in Äthiopien im Agrarsektor. Seit 2006 sieht man einen besonderen Boom im Lebensmittelbereich, bei der Fleischproduktion und auch immer bei der Agrartreibstoffproduktion. Vielleicht für Europa auch noch besonders interessant, dass 80% der Schnittblumen, im meisten Fall Rosen, nach Europa importiert werden. Diese Landdeals, die werden nicht so in einem Vakuum irgendwie verhandelt, sondern da gibt es schon vorab Investitionsschutzabkommen, Handelsabkommen und so weiter, die vielen Regierungen auch irgendwie eigentlich die Hände binden und einfach schon vorab bestimmte Vorgaben geben. Wir von vielen kritisieren da sehr stark, dass eigentlich solche Investitionsschutzabkommen, Handelsabkommen menschenrechtskonform sein müssten. In den allermeisten Fällen sucht man das Wort Menschenrechte vergeblich in solchen Abkommen. Wie ist sozusagen das Ausmaß von Landnahme in Äthiopien? Also das Oakland-Institut schätzt, dass ungefähr bis Jänner 2011 so circa 3,6 Millionen Hektar bereits vergeben wurden oder zumindest in Verhandlungen darüber geführt worden sind. Das Hauptziel von diesen ganzen Investitionen war die Gambela-Region, also da im südwestlichen Bereich von Äthiopien. Das ist eine besonders fruchtbare Region. Vier Flüsse fließen dadurch und das Land ist sozusagen in einem sehr guten Zustand.
dort leben sehr viele Indigene und Halbnomaden, die Anuak, die dort Wanderfeldbau betreiben. Allein in dieser Region ist schon circa ein Viertel von dem besten Agrarland an Investoren vergeben worden oder zumindest angeboten worden. Das sind 1,1 Millionen Hektar. Die Investoren kommen aus einer Vielzahl von Ländern. Sozusagen die zwei Länder, die am meisten vertreten sind, sind Indien und Saudi-Arabien. Sehr wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch zu erwähnen, das sogenannte Villagization-Programm. Da wird sozusagen versucht, Dörfer zusammenzusiedeln, um denen dort nötige Infrastruktur vom Staat zur Verfügung zu stellen. Da geht es um Schulen, Wasserzugang, Gesundheitsversorgung. Und sozusagen, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass diese Umsiedlungsprojekte und Programme genau in den Regionen stattfinden, wo auch sehr viele ausländische Investoren darauf zugreifen. Offiziell streitet das die Regierung ab und sagen, da gibt es keinen Zusammenhang, aber es hat jetzt auch erst wieder eine Untersuchung gegeben von Human Rights Watch, die das sehr wohl bestätigen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Zu den zwei großen Investoren in Äthiopien, in der Gambela-Region, zählt einerseits Karuturi. Der Fall ist wahrscheinlich einigen bekannt. Daher gibt sehr, sehr gerne Fernseh- und Zeitungsinterviews und ist da nicht sehr scheu. In der Gambela-Region hat sich er bis zu 300.000 Hektar angeeignet. Es ist nicht ganz klar, wie viele das sind. Von staatlicher Seite heißt es, sind nur 100.000 Hektar. Er sagt, es sind 300.000 Hektar. Genaue Informationen darüber, wie viel es denn konkret sind, sind schwer zu kriegen. Aber man nimmt an, dass es sagen wir, um eine Pacht für 99 Jahre geht und er zahlt dafür 85 Cent pro Hektar pro Jahr. Und will dort vorwiegend Reis, Palmöl und Zucker produzieren. Der Reis, wie man annehmen kann, wird wahrscheinlich nach Indien exportiert werden. Es gab auch dort schon sehr, sehr viele Umsiedelungen durch dieses Villagization-Programm. Es haben schon viele Bauern ihre Existenzgrundlage verloren, viele Viehzüchter und Nomaden waren sozusagen gezwungen, ihre Rinderhaltung aufzugeben oder zum Beispiel dann auch selber Ackerbau zu betreiben. Viele, die diesen Wanderfeldbau betrieben haben, waren gezwungen, sozusagen auf einem Fleck zu bleiben und dort sozusagen permanent auf dem gleichen Fleckenland Landwirtschaft zu betreiben, was natürlich die Böden dort sehr beansprucht. Viele Leute wurden bedroht, angegriffen, willkürlich verhaftet von der Armee. Zwangsumsiedlungen sind dort mittlerweile schon gang und gäbe. Saudi Star agiert ähnlich, auch in der gleichen Provinz. Er hat die vergleichsweise kleine Produktionsfläche von 100.000 Hektar für ca. 50 Jahre gepachtet, zahlt ein bisschen mehr Pachtgebühr von 1,25 Euro pro Hektar pro Jahr und der wird dort hauptsächlich Reis produzieren. Sagt auch ganz offen, dass das exportiert werden wird, weil es in Äthiopien wie in vielen anderen Ländern keine Beschränkungen auf die Exporte von solchen Investitionen gibt. Das wiederum hängt zusammen sozusagen mit diesen Investitionsschutzabkommen und Handelsabkommen, die ich vorhin erwähnt habe. Also eben solche Deals, die entstehen nicht im Vakuum. Da gibt es einfach schon vorher sozusagen Bestimmungen, die Regierungen die Hände binden und wo die dann nicht einfach sagen können, ja, ihr könnt schon hier investieren, aber wir hätten gern sich 80-90% im Land. Also sagen wir uns, das trauen sich auch sehr, sehr wenige Regierungen, das zu machen. Bei diesem Landdeal
möchten wir speziell auf das Thema Wasser hinweisen. Es wurde eben da schon der Zugang zum Fluss abgeschnitten. Und was einfach eine Lebensader dort war, dort ist, weil sehr viele Bauern und Bäuerinnen auch Fischfang betreiben, der Fluss als Transportweg genutzt wird. Aber eben dieser Zugang wurde weitgehend abgeschnitten. Es werden dort Bewässerungsanlagen gebaut, Kanäle gebaut und das alles sozusagen ohne auch nur einen Cent für dieses genutzte Wasser zu bezahlen. Wir sprechen da jetzt teilweise dann auch schon von Water Grabbing, weil sozusagen auch das dazugehörige Wasser sozusagen mitgenutzt wird. Es gibt kaum Investoren, die sich irgendwo für Land interessieren, wenn sie nicht das dazugehörige Wasserrecht haben. Ja, dann möchte ich da jetzt sozusagen zum nächsten Thema auch übergeben zu den Agrartreibstoffen. Eben, wie vorhin schon mal gesagt, so diese ganzen Zahlen, die da irgendwie teilweise erwähnt sind, da immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber man schätzt eben, dass ca. 21% dieser Landdeals allein 2009 auf Agrartreibstoffe zurückzuführen sind. Die International Land Coalition schätzt es höher, schätzt auf ungefähr 44%. Wobei sozusagen die meisten Deals da wiederum auf das südliche Afrika abzielen im Bereich der Agrartreibstoffe. Sehr stark angeheizt wird das natürlich durch so eine künstlich geschaffene und garantierte Nachfrage für diese Investments durch die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien. Es wird eben sozusagen vorgeschrieben, dass bis 2020 10% innerhalb der EU im Transportsektor durch erneuerbare Energien bewerkstelligt werden sollen. Praktisch heißt es, sind es Agrartreibstoffe. Man nimmt an, dass um dieses Ziel zu schaffen, es ungefähr zusätzlich 20 bis 30 Millionen Hektar brauchen würde, wenn man das macht mit sozusagen über Agrartreibstoffe und über erneuerbare Energien der ersten Generation. Man schätzt eben, dass für die Erreichung dieser Ziele 50% der Flächen sozusagen importiert werden müssen bis 2020. Diese RED-Direktive, die hat zwar Nachhaltigkeitskriterien, aber nichts, womit man wirklich negativ soziale Auswirkungen schon vorab verhindern könnte. Was dem Ganzen fehlt, ist sozusagen eine menschenrechtliche Überprüfung, die schon vorab stattfinden sollte. Da das Beispiel Ghana möchte ich dann nennen. Das ist so ein bisschen ein Ausnahmeland, irgendwie was das Thema Landgrabbing angeht. In den meisten Ländern in Afrika werden vorwiegend Grundnahrungsmittel produziert zum Export. In Ghana ist es so, dass sich darauf irgendwie die Agrartreibstoffproduktion fokussiert. Und in erster Linie wird das dort gemacht mit Jatropha. Wie man da sieht, sozusagen die meisten sozusagen Projekte zielen auf Jatropha ab. Von diesen insgesamt 17 Investoren, die sind da rausgesucht worden im Rahmen von einer Studie, die FIA in Deutschland gemacht hat, sind 15 aus dem Ausland und sehr, sehr viele davon sind auch aus Europa. Also so, um so ein bisschen diesem Mythos irgendwie was entgegenzuhalten, dass es vorwiegend irgendwie China oder Saudi-Arabien wäre, die in Landdeals involviert sind. Jatropha wird sozusagen hauptsächlich, oder fast der einzige Grund, das anzubauen, ist sozusagen für die
für die Agrartreibstoffproduktion. Das ist so eine Ölpflanze. Eigentlich ist es eine Nuss, die dann sozusagen ausgeprägt wird. Eher so baumheckenmäßig, ist eher ein bisschen niedriger ist das. Ja, also es ist. Ja. Ja, also eigentlich, wie gesagt, dass es sehr dürreresistent sei und sozusagen perfekt für diese Zwecke, weil es auch nicht sozusagen in direkter Konkurrenz zu, sozusagen, weil es kein Nahrungsmittel ist, das sozusagen dann verbrennt oder verschrottet oder irgendwie sozusagen in den Tank kommt, sondern einfach ein anderes Mittel. Aber wenn man sich anschaut, wo das in Ghana angebaut wird, dann sind es nicht irgendwelche marginalen Flächen, wo das angebaut wird, sondern auf Waldsavannen sozusagen im Zentrum von Ghana. Es ist keineswegs dann so, dass das dann auf marginalen Flächen angebaut werden würde. Und auch in Ghana haben 90% von den Bauern und Bäuerinnen weniger als 2 Hektar Land zur Verfügung, was oft nicht reicht, um sozusagen die Familie zu ernähren. Wie laufen denn solche Deals dann in Ghana ab? Ich möchte jetzt so ein Beispiel nennen, Biofuel Africa nennen sich die. Das ist eine Tochter von einem norwegischen Konzern, der da sehr stark in die Negativschlagzeilen geraten ist. Die haben so circa 150.000 Hektar in Land in Ghana in Pachtverträgen sich angeeignet. Zum Beispiel ein Projekt über 38.000 Hektar im Norden von Ghana, da hat man sich Gemeinschaftsland angeeignet und der lokale Chief, also dieses Dorfoberhaupt, das so darüber bestimmt hat, was mit dem Land passiert ist, der ist Analphabet und dem wurde sozusagen dann erklärt, wie positiv doch dieses Investment sei. Es wird dann, werden dann Schule wird gebaut, es gibt sehr viele Arbeitsplätze, Elektrizität, Wasseranschluss und so weiter und so fort. Und der hat dann mehr oder weniger mit einem Fingerabdruck dieses Land an das Unternehmen veräußert. Von diesen versprochenen guten Arbeitsplätzen wurden nur sehr, sehr wenige geschaffen. Viele Frauen haben sich darüber beschwert, dass Shea-Nussbäume abgefällt worden sind, die eigentlich sozusagen eine große Einkommensquelle für die Frauen in dem Ort und in dieser Region waren, die da ein eigenes Einkommen damit generiert haben. In einem anderen Distrikt, wo auch dieses Unternehmen unterwegs war, wurde sich Land auf eine ähnliche Art und Weise angeeignet. Da ist eine kleinere Plantage, nur so circa 460 Hektar, aber obwohl es dann auch ungefähr 7 Gemeinden betroffen hat. Und so ein Drittel von den lokal ansässigen Bauern dort haben den Zugang zu ihrem eigenen Land verloren durch die Errichtung dieser Plantage. Wenn man dort wurde auch angepriesen, dass es sehr, sehr viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden würden. Wenn man sich das dann genauer anschaut, ist es so, dass zwar am Anfang in dem Fall 320 Personen Anstellung gefunden haben, aber schon nach 4 Monaten wurden 240 davon wieder entlassen. Und das ist leider eine gängige Methode. Entschädigung für dieses verlorene Land hat es in dem Fall und wie auch in vielen anderen Fällen nicht gegeben. Zu einem weiteren großen Grund für Landgrabbing, und zwar die Finanzmarktkrise. Ungefähr 40% der Fonds, die unter anderem auch in Land investieren, sind in Europa ansässig. Und sehr, sehr viele von diesen Landdeals, die wir da irgendwie beobachten, sind noch nicht in Produktion. Ne? Und zielen sozusagen auch, haben ein spekulatives Moment. Die Studie von der Weltbank von 2010, die haben sich angeschaut, so innerhalb von einem knappen Jahr, wie viele von diesen Landdeals
wie weit fortgeschritten sind, so dass 30% lediglich in so einer Explorationsphase waren, also die hatten noch keine Genehmigung, 18% waren genehmigt, aber es ist noch nicht gestartet worden, 30% waren in einem ganz anfänglichen Planungsstadium und nur 21% waren schon in Produktion und da oft, sehr oft nur mit einem kleinen Pilotprojekt. Also es ist nicht so, dass wenn sozusagen von diesen vielen Millionen Hektar gesprochen wird, dass dort jetzt überall sozusagen Plantagen, Monokulturen wären. Sehr, sehr viel liegt sozusagen brach oder wurde zumindest der ursprünglichen Nutzung entzogen. Viele von den Investoren, die wollen sich einfach sozusagen das Land sichern, um möglichst nicht zu spät zu kommen. Und sind dann diesen an kurzfristigen Gewinnen interessiert. Da hat sich so der Begriff Landbanking mittlerweile auch sozusagen eingebürgert, weil einfach sozusagen versucht wird, auf diesem wachsenden Markt irgendwie präsent zu sein. Es entsteht da einfach ein wachsender Markt für Wasser- und Landrechte als solches, also diese natürlichen Ressourcen werden kommerzialisiert. Auffällig ist da, dass sozusagen Land mittlerweile auch zu einer Art Rohstoff geworden ist. Es vormals waren sozusagen die Produkte, die auf dem Land produziert worden sind. Mittlerweile ist das Land selber zu einer Art Rohstoff geworden. Das Land wird selber sozusagen von der Nutzung, von Bauern vollkommen entkoppelt und ist eigentlich nur noch da, um einen globalen Landmarkt sozusagen zu bedienen. Wenn man sich anschaut, diese Farmlandfonds, die versprechen ihren Klienten teilweise Dinge wie 20-30% Gewinne über eine 5-Jahres-Periode und sozusagen nicht, weil dort etwas produziert werden würde, sondern hauptsächlich dadurch, weil man sich erhofft, dass dieses Land sozusagen im Wert steigt. Da gibt es auch noch viele interessante Zahlen dazu von Grain, wer sich da mehr dazu interessiert, speziell im Bereich der Pensionsfonds. Die sind mittlerweile zu einer der größten Investorenklassen im Bereich von Landdeals geworden. Also es war so, dass circa 1-3% in Portfolios von Pensionsfonds üblicherweise Rohstoffe, Land und solche Dinge ausgemacht haben. Man nimmt an, dass sich das in den nächsten 3-5 Jahren circa verdoppeln wird. Das hört sich jetzt sozusagen nicht viel an, 1-3%, aber wenn man sich anschaut, sozusagen das Finanzvolumen von diesen Fonds, dann ist das doch, wird das gravierende Auswirkungen haben. Entschuldigung. Zur Klimakrise als großen oder neuen vierten Punkt. Also die Klimakrise als solches ist natürlich nicht neu, dass die verfügbaren Flächen schrumpfen, für die Landschaft verfügbaren Flächen schrumpfen. Aber was relativ neu ist, ist UN-Programm zur Emissionsreduzierung, nennt sich RED. Das steht für Reducing Emissions for Deforestation Degradation. Da wird sozusagen Wald sozusagen in Wert gesetzt und als Ware sozusagen gehandelt. Im Speziellen geht es einfach darum, dass CO2-Emissionszertifikate generiert werden. Also der Wald wird sozusagen unter Schutz gestellt, beziehungsweise einfach der Kohlenstoffspeicher vielmehr. Und da gibt es eben sehr, sehr große Befürchtungen von vielen indigenen Organisationen, dass sozusagen die Personen, die Indigenen, die in vielen Fällen in Wäldern leben, vertrieben werden. Die haben sich teilweise über Jahrzehnte die Landrechte, die Nutzungsrechte sehr, sehr hart umkämpft und jetzt kommt sozusagen diese Bedrohung durch solche Klimaschutzprojekte.
da speziell in Mosambik gibt es da mittlerweile sehr viele zweifelhafte solche RED-Projekte oder Pilotprojekte, wo teilweise schon bestehende Holzplantagen zum Beispiel sich zertifizieren lassen wollen in diesem System, weil sie sagen, das als Wiederaufforstung sozusagen ansehen. Oder viele Investoren, die sich generell Waldflächen sichern in der Hoffnung, dass durch die Zertifizierung irgendwann dann sozusagen monetär da wieder was zurückfließt. Also Land Grabbing wird sehr divers diskutiert, da gibt es viele Meinungen dazu, aber im Grunde lässt sich es einteilen auf zwei grundsätzliche Positionen. Einerseits sozusagen diese Win-Win-Option wird das oft genannt, also dass grundsätzlich das Landinvestment etwas Gutes sei. Man müsste es sozusagen nur ordentlich regulieren. Es ist eine Frage von Good Governance. Diese Deals müssen halt zumindest transparent ablaufen. Dann lässt sich das alles sozusagen gut managen. Die zweite Position dazu, konträre Position dazu, habe ich da jetzt mal genannt, Stop Land Grabbing, die davon ausgehen, dass wenn es bloß sozusagen um Regulierung ginge und bloß um Korruptionsbekämpfung und bloß um Good Governance, dann würde sich das ganze Problem sozusagen schon über Regulierungsmaßnahmen lösen lassen. Aber das Problem, das wir da sehen, ist ein viel tiefer liegendes, ein viel gravierenderes. Und es gibt nicht so etwas wie verantwortliches Landgrabbing. Wenn es transparent ist, zum Beispiel, ist es trotzdem immer noch Landgrabbing. Was da vorgeschlagen wird, ist sozusagen sind alternativen Formen von landwirtschaftlichen Investitionen, zum Beispiel in kleinbäuerliche Landwirtschaft. Was nicht zwingend heißt oder was gar nicht heißt eigentlich, dass man sich sozusagen, dass man den Status quo, so wie er ist in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, sozusagen einzementieren will, sondern sehr wohl, dass sozusagen genau in die Bauern, die das Land bewirtschaften, selbst sozusagen wieder verstärkt Investitionen fließen müssen. Die erste Option wird zum Beispiel eher sehen, dass, okay, man macht sozusagen große Plantagen, Monokulturen und sieht, wie Kleinbauern davon profitieren können. Die Option 2 dreht das um und schaut sich eher an, wie, also sozusagen, es muss direkt in die Bauern selbst investiert werden. Auf internationaler Ebene gibt es da verschiedene Prozesse, die da gerade am Laufen sind, um sozusagen diesem ganzen Problem irgendwie Herr zu werden. Einerseits gibt es da die FAO-Leitlinien zu Land. Da haben viele bäuerliche Organisationen auch mitgearbeitet bei der Erstellung von diesen Leitlinien. Die orientieren sich an menschenrechtlichen Mindeststandards und versuchen einfach schon bestehende Rechte auf Land von Bauern, indigenen Nomaden und so weiter zu sichern. Diese Leitlinien werden wahrscheinlich im März 2012 verabschiedet werden und dann wird es sozusagen weitergehen um die nationale Implementierung von diesen Leitlinien. Und im zivilgesellschaftliche Organisationen, bäuerliche Organisationen setzen sozusagen sehr, sehr große Hoffnungen in diese Leitlinien. Ein bisschen ein Gegenmodell dazu sind die RAI-Prinzipien, das steht für Responsible Agricultural Investment, die werden eher sehr stark von der Weltbank vorangetrieben. Das ist im Grunde ein freiwilliger Verhaltenskodex für Agrarinvestitionen. Der wurde sozusagen ohne Einbindung von bäuerlichen Organisationen geschaffen, dieser Verhaltenskodex. Es ist keine Rede von menschenrechtlichen Mindeststandards oder Ähnlichem. Wie reagiert sozusagen die Zivilgesellschaft auf diesen ganzen
auf Landgrabbing oder auf diesen Trend möchte ich zwei wichtige Dinge, wie ich meine, erwähnen. Einerseits, dass sich im Rahmen des Weltsozialforums in Dakar im Senegal ein breites Bündnis irgendwie geformt hat, von einerseits von kirchlichen Organisationen, von bäuerlichen Organisationen, von Menschenrechtsorganisationen, vielen unter anderem, die dort irgendwie eine breite Front gegen Landgrabbing gebildet haben und dort sozusagen gemeinsame Position erarbeitet haben und Vernetzungsarbeit betreiben. Das hat sich dann fortgesetzt in einer Konferenz in Niamey in Mali gegen Landgrabbing. Die hat im November 2011 stattgefunden, wo sich ca. 250 bis 300 Personen getroffen haben, hauptsächlich aus dem bäuerlichen Umfeld, um sozusagen gemeinsam an einem Aktionsplan gegen Landgrabbing zu arbeiten. Da ein paar Fotos, die man sich ungefähr vorstellen kann. Es waren dort im Organisationen, hauptsächlich aus dem westafrikanischen Raum, aber auch irgendwie Leute, die von Landgrabbing aus Indonesien oder Honduras zum Beispiel berichtet haben. Also sozusagen, um ein bisschen auch mit einem positiven Blick so ein bisschen irgendwie den da auch noch zu bringen. Und dass es eben sehr wohl Organisationen, Bewegungen gibt, die sich gegen diesen Trend stellen und vermehren. Es wurde das in vier großen Arbeitsgruppen gearbeitet an einem Aktionsplan. Wer sich dafür mehr interessiert, draußen liegt sozusagen auch so eine Deklaration und dieser Aktionsplan auf. Was sind so die großen Forderungen von Vieren im Zusammenhang mit Landgrabbing? Also das Menschenrecht auf Nahrung muss auf jeden Fall bei solchen Deals so einen Vorrang haben und respektiert werden. Generell auf nationaler Ebene muss sich eine Landpolitik zuallererst an den Bedürfnissen von den marginalisierten Gruppen, ländlichen Gruppen orientieren und nicht sozusagen an den Interessen von Großinvestoren. Es muss schon vorab bei solchen Deals ein informierter und öffentlicher Dialog stattfinden, bei dem es auch möglich sein muss, auch Nein zu so einem Investment zu sagen. Und ja, in allen solchen großen Landdeals muss einfach eine menschenrechtliche Prüfung vorausgehen. Wer sich mehr zu dem Thema informieren möchte, also Fian hat einiges Material dazu publiziert, dann gibt es landaction.org, das ist sozusagen eine Forschungsplattform, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzt. Wer mehr zu der Konferenz in Niamey wissen möchte, ist am besten beraten, via Campesina die Seite anzuschauen. Die Dakar-Erklärung ist immer unter dakarappeal.org abrufbar. Und was sich mittlerweile so als eine der zentralen Webseiten herauskristallisiert hat, ist farmlandgrab.org. Das wird von Crane betrieben, von einer spanischen NGO, die mittlerweile letztes Jahr für ihr Engagement in dem Zusammenhang sogar den alternativen Nobelpreis bekommen haben. Ja, und Fian kann man natürlich auch kontaktieren, wenn man mehr über das Thema wissen möchte. Ich hoffe, es hat sozusagen, ich konnte mal so ein bisschen einen guten Input geben. Tut mir leid wegen dem Husten der Stimme, da hat es mir oft was die Sprache verschlagen und zugeschnürt, aber ich hoffe, ich habe es trotzdem sozusagen so die wichtigsten Punkte rüber zu kriegen ohne Hustenanfall.